Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Es kam gerade die Ankündigung von Niantic. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, noch gar nichts. Erste Reaktion: Kämpfe gegen andere Trainer in Pokémon Go. Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr euch das selber genauer durchlesen wollt. Wir schauen rein. Das Bild sieht schon mal heftig aus. Heftig, Niantic. Schau da dann den Designer. Alter, das sieht echt heftig aus, Mann. Seit ihr euer erstes Pokémon gefangen habt, habt ihr eure Teams immer weiter verbessert, um in Raid-Kämpfen gegen legendäre Pokémon zu bestehen. Dabei seid ihr in den letzten 2 Jahren zu unglaublich erfahrenen Trainern geworden. Seid ihr für die nächste große Herausforderung bereit? Bald könnt ihr eure Fähigkeiten im Kampf gegen andere Trainer in Pokémon Go beweisen. Okay. So sieht's aus. Fast Attack. Ladeattacke. Blanched, Candela, Spark. Scan this Battle Code. Battle Code, um einen Trainer herauszufordern. Nearby. Raid. Battle. Okay. Das ist dann so oben rechts. Interessant. Das heißt aber, man muss auch nicht unbedingt nebeneinander, aber schon in einer gewissen Distanz zueinander stehen. Ab diesem Monat könnt ihr einen Freund oder eine. Ab diesem Monat, also. Nicht unbedingt heute. Könnt ihr einen Freund oder einen anderen Trainer jederzeit zum Kampf herausfordern. Jederzeit. Ja? Verwendet einen Kampfcode, um einen anderen Trainer herauszufordern und stellt ein Team aus 3 Pokémon zusammen. Wer wird wohl als Sieger hervorgehen? Nach einem Trainerkampf erhalten beide Trainer tolle Belohnung. Mit Glück sogar seltene Evolutions-Items. Ja. Wir wissen schon, dass ihr uns damit ködern wollt. Ihr Ganoven, Leute. Damit die Kämpfe fair sind, müssen die Trainer in der gleichen Liga gegeneinander antreten. Okay? Dadurch wird das WP-Limit für die teilnehmenden Pokémon festgelegt. Stärke allein führt euch jedoch nicht zum Sieg. Das ist gut. Der Trainer, der klüger und taktischer vorgeht, ist immer im Vorteil. Naja, das wollen wir sehen. Ob mit einem Raupi oder einem Mewtwo. Ultraliga, ja, liegen. Die Kämpfe sind rasant und finden in Echtzeit statt. Wartet also nicht auf euren Zug. Okay? Weil viele wollten ja, dass es rundenbasiert ist. Aber das heißt, tap, 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 tap. Tippen und swipen. Die ausgewählten Pokémon können mit ihren Sofortattacken und Ladeattacken angreifen. Vor dem Kampf könnt ihr sogar Sternenstaub und Bonbons verwenden, um eine zusätzliche Ladeattacke für euer Pokémon freizuschalten. Was? Okay, okay. Das ist interessant. Das... Timing ist alles. Wenn ihr euren Gegner im Auge behaltet und taktisch vorgeht, könnt ihr im richtigen Moment ein Schutzschild einsetzen, um eure Pokémon vor kritischen Schaden zu schützen. Ihr habt jedoch nur eine begrenzte Anzahl dieser Schilde. Wenn sie verbraucht sind, ist euer Pokémon schutzlos. Also nicht ausweichen, sondern nur Schilder gibt's. Okay. Normalerweise müssen sich Trainer in der Nähe voneinander aufhalten, um sich zum Trainerkampf herauszufordern. Okay, dachte ich mir. Hyperfreunde und beste Freunde können sich jedoch aus jeder Entfernung herausfordern. Aha! Ihr könnt eure engsten Freunde also immer und überall zum Kampf herausfordern. Wow! Okay. Man kann nicht jeden herausfordern. Von zu Hause, sag ich mal. Aber die Hyper- und besten Freunde schon. Okay. Muss man sie erstmal einsickern lassen. Finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall gut. Möchtet ihr Kampferfahrung sammeln oder eure Fähigkeiten ausbauen? Die Teamleiter Spark, Candela und Blanche warten darauf, euren Mut zu testen. Wenn ihr mit einem Teamleiter trainiert, oh, Trainingsmodus, könnt ihr einmal pro Tag eine Belohnung erhalten. Zum Beispiel Sternstaub, um eure Pokémon zu trainieren. Arbeitet auf die Ass-Trainer-Medaille hin. Wow! Trainieren ist zurück. Aha. Nicht schlecht gemacht. Trainieren ist zurück. Alle Leinen, die die Medaille noch nicht auf Gold haben, da ist eure Chance. Nicht schlecht, Niantic. Es liegt an euch, eure Pokémon in Form zu bringen. Ihr könnt jedoch nur Meister im Trainerkampf werden, indem ihr rausgeht und Pokémon Go spielt. Wow. Das klingt besser als erwartet, muss ich ehrlich sagen. Kurz zusammengefasst. Alter, was gibt's eigentlich zusammengefasst?
So viele Infos haben wir noch gar nicht, aber ja, man kann alle herausfordern, das aber nur auf kurzer Distanz. Hyper und beste Freunde kann man überall herausfordern, egal welche Distanz. Es gibt Belohnungen wie Entwicklungsitems. Man kann einmal pro Tag andere Belohnungen bekommen, indem man den Teamleiter herausfordert und da trainiert. Trainiermedaille ist zurück dadurch. Das klingt saftig. Das klingt, um ehrlich zu sein, echt saftig. Designer, Digga, 1A Leistung vom Designer. Ich kann nur klatschen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir sind später live, um das noch genauer zu besprechen und dann könnt ihr eure Meinung dazu abgeben, aber eure Meinung auch unten in die Kommentare. Das war's erstmal von mir, Leute. PvP kommt und es klingt echt nicht schlecht. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.